geht's. Viel Erfolg euch allen. Fast 600 Teilnehmer nahmen diesmal die 10-Kilometer-Strecke in Angriff. Direkt oben an der Arche Nebra erfolgte der Startschuss bei bestem Läuferwetter. 19 Grad, leichter Wind und die Sonne schaute auch hin und wieder mal durch die Wolken. Dieser Himmelswegelauf, er hat sich inzwischen deutschlandweit rumgesprochen in der Läuferszene und lockt auch immer wieder neue Teilnehmer an. Es ist ein wunderbarer Landschaftslauf, in dem Kultur, Landschaft, Archäologie, Vergangenheit, Zukunft, glaube ich, vereint ist. Schön erstmal die Finisher-Medaille, ist toll, wie die aussieht. Ja, und mal was Neues kennenlernen, einen neuen Lauf kennenlernen. Und natürlich dann ein bisschen Kultur noch machen hinterher. Sport an historischer Stätte also. Die Marathonläufer starteten beispielsweise direkt am 7000 Jahre alten Sonnenobservatorium in Goseck. Die Streckenführung ist malerisch schön. Es geht vorbei an Feldern und Weinbergen, direkt durchs Unstruttal. Den Satz, hier ist es aber schön, den hört man wirklich immer wieder. Hat man denn als Marathoni überhaupt einen Blick dafür? Auch wenn man sich quält, hat man einen Blick nach vorn. Nicht nur nach unten und auch nicht nur nach oben. Sodass das durchaus auch beim Marathonis eine Möglichkeit ist, sich hier an die schöne Landschaft zu gewöhnen. Für die 10-Kilometer-Läufer ging es direkt durch den Ziegelroder Forst. Der Fundort der Himmelsscheibe, der Mittelberg, ist nur wenige Meter entfernt. Und er war der Schnellste. Thomas Erxleben aus Zerbst. 36 Minuten und 49 Sekunden benötigte der 42-Jährige für diese Strecke. Super, im Wald sowieso schön schattig, windig, optimale Bedingungen. Optimale Bedingungen. Und im Wald natürlich schöne Landschaft, ja. Wobei man mehr mit Tunnelblick läuft, wie dass man irgendwo guckt. Aber wunderschön, schöne Gegend. Im Ziel an der Arche Nebra wartete auf alle dann noch die Teilnehmermedaille. Mit dem Motiv der 3600 Jahre alten Himmelsscheibe. Eine schöne Erinnerung, die fast alle Läufer sich dann auch noch gravieren ließen mit Namen und Laufzeit. Dafür steht man auch gern mal eine Stunde an. Ist schließlich Ausdauersport.